Da bin ich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Woche. So, ich fühle mich gerade wie Kim Kardashian. Wisst ihr noch bei ihr, wie das aussah? Dicker Poshi und hier vorne dann so, oh Gott, ja. Aber ich habe das Gefühl, ich habe in der Tat, wie ihr seht, habe ich das Gefühl, ich habe nur am Bauch zugenommen. Also nicht weiter zugelegt, sondern nur hier. Falls ihr euch jetzt fragt, wo ich bin, natürlich bin ich bei meiner Schwiegermutter. Und ich habe euch das ja schon gestern auf Instagram erzählt, kurz. Da waren auch wieder einige nicht so amused darüber. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Mir wird manchmal so der Stempel aufgedrückt, dass ich nichts mehr selber hinkriege. Das stimmt überhaupt gar nicht. Also ich möchte euch nochmal ganz kurz dazu was erzählen. Also zuallererst, ich bin bei meiner Schwiegermutter für 3-4 Tage, weil mein Mann im Ausland ist. So, geschäftlich natürlich. Wir haben heute Morgen schon genüsslich gefrühstückt zusammen. Meine Schwiegermutter macht immer sehr, sehr leckere Crepes. Dann haben wir Chai getrunken. Ich natürlich meinen scheiß Nescafé, den ich momentan einfach nicht... Ja, ich kann einfach momentan nicht ohne. Und ja, jetzt fragen sich einige natürlich, warum bist du denn bei deiner Schwiegermutter? Kannst du nicht mehr alleine zu Hause pennen? Es geht einfach darum, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, solltet ihr wahrscheinlich, bei mir wurde vor 3-4 Jahren einmal eingebrochen und ich war mit meinem Einbrecher gegenüber face-to-face nachts im Schlafzimmer und ich habe den dann verjagt, aber diese Angst, die ist bei mir nicht weg. Ich weiß, ich müsste deswegen eigentlich in Behandlung, aber ich schaffe es irgendwie zeitlich einfach nicht, aber ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, also ich muss es in der Tat angehen. Und seit diesem Einbruch, ich glaube, das kann auch wirklich nur jemand verstehen, bei dem wirklich mal eingebrochen worden ist, ich kann nachts nicht mehr alleine schlafen. Also bei jedem Geräusch ticke ich auf und bin dann total unruhig und habe einfach höllische Angst. Ich habe euch ja auch letztens erzählt, dass nachts einmal der Fernseher angegangen ist. Ne? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, trotz dass mein Mann neben mir lag, wie ich dann abgegangen bin, ja? So, also das hat nichts mit, ich kriege nichts selber gebacken hin. Ich würde auch viel, viel lieber zu Hause sein, anstatt bei meiner Schwiegermutter. Ich meine, ich muss dazu sagen, meine Schwiegermutter ist echt, ich habe die liebste Schwiegermutter überhaupt. Aber trotzdem ist man dann doch irgendwie lieber zu Hause, ja. Und ja, seitdem ich halt diesen Einbruch, kann ich das einfach nicht mehr. Und ich habe halt einfach Angst und ich glaube, das ist auch einfach total verständlich. Zudem bin ich auch noch schwanger. Und habe ein Kleinkind bei mir. Also mir ist es dann immer lieber, wenn dann noch jemand bei mir ist. So, was steht heute an? Also ich mache mich jetzt gleich nochmal ein bisschen fertig. Oder wie mein Mann mal sagen würde, meinst du dich jetzt etwa an? Ja, also ich muss mich jetzt hier nochmal ein bisschen aufhübschen, aber auch nicht so viel. Und dann wollen wir nämlich ins Einkaufszentrum. Also ich habe das Gefühl, dass ich brauche ein paar Schlüpper und so, weil und ein paar Strumpfhosen, weil alles schneidet genau hier in der Mitte bei mir in den Bauch rein, ja. Und das tut so weh und ich fühle mich so eingeengt, versteht ihr? Und ich brauche einfach was Neues. Und zudem möchte ich gerne auch noch was für die Kleine kaufen, also für mein Baby. Wir haben noch keinen Namen. Ein bisschen Ausschau halten. Ich glaube, ich werde mal zu H&M, weil da gibt es, finde ich, immer sehr, sehr gute Sachen. Und ja, ich nehme euch jetzt heute einfach mit. Also, los geht's. So, wir sind jetzt hier im Einkaufszentrum angekommen. Ist alles super verlaufen. Ich war ein bisschen einkaufen für die kleine Maus, zeige ich euch jetzt. Nicht für meine eigene Maus, sondern für die Maus meiner Schwägerin, die in einem Monat gebärt. Wobei sie es auch absolut eigentlich gar nicht verdient, dass ich ihr noch irgendwelche Beachtung schenke, aber die kleine Maus, ne, die kann ja nichts dafür. So, das ist hier so ein Set für Neugeborene, ein Body und Mützchen und so weiter von LC Waikiki. Das fand ich eigentlich relativ süß. Und dann habe ich das sowas ähnlich, also sowas zum Anziehen habe ich nochmal gekauft für Hamza. Diese Overalls, die sind immer sehr, sehr bequem. Und dann wollte ich gleich nochmal bei H&M gucken. Gibt es für Hamza hier noch so einen kleinen Rucksack, wo er seine Spielsachen reintun kann. Aber ich glaube, den ganzen Einkauf zeige ich euch gleich. So, Hamza schläft noch immer. Wir sind jetzt hier in der Tabukiniasse. Das ist sowas wie Hähnchenwelt. Also hier gibt es so alles mit Hähnchen und so weiter. Und mir ist wieder gerade was Schönes zu verfahren. Ich weiß immer nicht, ob die Leute echt einen an der Waffel haben oder ob ich immer nur die Person bin, die zu solchen Leuten gerät. Ich stehe an der Schlange, ja, 15 Leute vor mir und ich bin die Letzte an der Schlange, ja. Und dann kommt eine Frau zu mir und sagt, ich stehe jetzt hier hinter Ihnen, aber ich gehe jetzt noch kurz was gucken und wenn ich dann wiederkomme,
So, und ich so, ja, was so kann ich denn jetzt für sie tun? In einem netten Ton, freundlich habe ich so für sie geantwortet. Und sie antwortet mir, mit dem Kopf kannst du schon mal gar nichts tun, sagt sie zu mir. Ich so innerlich, ja, Sabrit, Geduld, weil sonst hätte ich sie auseinandergenommen, weißt du? Ich bin auch noch schwanger und da bin ich sowieso aggro. Und dann sagt sie zu mir, kackfrech, mit dem Kopf können sie schon mal gar nichts anfangen. Was soll ich denn jetzt den Platz für sie reservieren oder was hat sie sich da vorgestellt? Was passiert denn, wenn dann hinterher hinter mir dann einer kommt, was soll ich denn sagen? Ja, der Platz ist für eine andere Dame reserviert oder was? Null Verständnis. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier Curry bestellt und wir warten jetzt auf unsere Bestellung. Und ich habe mich natürlich wieder abreagiert. Aber ich zeige euch zu Hause auch gleich, was ich gekauft habe. Hähnchen mit Curry, Nudeln mit Curry und einen leckeren Salat. Und wir lassen uns das jetzt hier schmecken. So, ich zeige euch jetzt einmal, was ich eingekauft habe. Ich war kurz bei Tchibo und habe diese Geschirrtücher hier geholt. Ja, einfach nur so. Ich habe nämlich keine mehr. Irgendwie sind die alle verschollen. Und ich finde die Qualität von den Tchibo-Sachen immer ganz gut. Und ich habe mir auch immer mal vor Jahren ein Pyjama gekauft. Und den nutze ich immer noch. Ja, jetzt habe ich natürlich aufgrund der Schwangerschaft ein bisschen größere Größe. Aber für mich ist es halt wichtig, dass der, auch wenn es nur für 3 Monate tragen kann oder 4, dass der einfach nur bequem sitzt. Und die Qualität von Tchibo ist wirklich super. Und dann habe ich noch bei Tchibo türkisch Mokka gekauft. Gibt es bei uns in der Türkei. Ich glaube, den gibt es in Deutschland gar nicht. So, dann war ich bei Essie Waikiki. Und da gab es dann einmal Socken, total unspektakulär. Den Jumpsuit, diesen, ich weiß jetzt nicht, wie sich das nennt, ein Pyjama-Oberteil, Unterteil. Dann gab es noch einen kleinen Rucksack für Hamza, damit er da seine Spielsachen reinpacken kann. Dann war ich noch kurz bei Rossmann. Die Reiswaffeln, ich weiß, die sind total nicht gesund, aber das war das Gesündeste, was es jetzt so für Snack gab. Dann davon das Gelbe nochmal. Irgendwie ist es hier ganz schön gelbstichig, ne? Warte mal. Weiß ich nicht, ist es jetzt besser ein bisschen? Naja, auf jeden Fall noch das Gelb, das Ganze nochmal in Gelb. Und für meine Schwägerin oder das Baby von der Schwägerin noch hier so ein Set. So. So, hier habe ich auch noch ein Nagelset für Hamza bzw. für die kleine Maus. Ein Stückchen Schokolade und Zahnpasta, bevor jetzt Hamza hier kommt. Zahnpasta von Altera gibt es wahrscheinlich auch bessere, aber das war jetzt so das Beste, was ich kriegen konnte. Und dann waren wir noch bei H&M. Ja, da habe ich so im Grunde genommen Klamotten gekauft. Zum Beispiel unter anderem dieses schöne, schicke Teil hier für meine kleine Tochter. Und da gab es halt noch so andere Sachen im Sale, aber ich glaube, das interessiert jetzt weniger. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Klamotten noch eingeshoppt und that's it. So, ich habe den jetzt mal kurz angezogen. Das ist der Pyjama von Tchibo. Der muss natürlich noch in die Wäsche, aber Leute, ich hatte noch nie so einen bequemen Pyjama an. Und hier auch die Füße gefallen mir sehr, sehr gut so. Sehr, sehr bequem. Ich freue mich, dass ich den gekauft habe. Ich muss dazu sagen, also ich habe vor Jahren mal ein Pyjama bei Tchibo gekauft. Der ist immer noch qualitativ, wie am ersten Tag. Deswegen, ich weiß, in der Anschaffung sind die meisten ein bisschen teurer. Ich weiß jetzt gar nicht, was die in Deutschland kosten, 19,90 oder so. Aber sorry für die Langatmigkeit, das liegt an der Schwangerschaft. Ich bin immer direkt aus der Puste. Hamza, guck mal, was hier liegt auf dem Boden. Meine Birka-Uhr. Ich lieb die so. Ich glaube, ich zeige die euch aber noch mal auf Instagram. Die ist so schön. Ich glaube, ich hatte sehr selten so eine schöne Uhr. So. Das ist übrigens unser Schlafplatz. Einige hatten mal geschrieben, warum hat Hamza kein normales Bett? Was versteht man denn unter normalem Bett? Das ist doch auch ein Bett. Das ist zwar ein Reisebett, aber da ist ja auch eine Matratze drin, wie in einem normalen Bett auch. So, das heißt, wenn wir dann unterwegs sind, dann nehme ich immer, dann hat er halt immer sein Bett mit dabei. Er kriegt aber irgendwann jetzt demnächst nach dem Umzug auch ein normales Bett. Gucken, weil das Problem ist, ich brauche ja ein Bett, was zwar kein Babybett ist, so ein Montessori am liebsten, aber das muss halt noch abgegittert sein. Weil er sich halt nachts noch sehr viel dreht und bewegt und letztens war das so witzig. Dort haben wir wieder hier übernachtet, ne? Und ich schlafe dann hier und Hamza haben wir dann ein Bodenbett sozusagen gemacht, ne?
Ich glaube, ich bin 10-mal nachts aufgewacht. Einmal lag er unter diesem Tisch. Einmal lag er unterm Bett. Und einmal lag er vorm Fernseher. Das war so witzig. Ja, aber es tat mir da so leid. Und dann habe ich gesagt, nee, das nächste Mal, wenn ich den Tisch schlafe, dann nehme ich sein Reisebett auf jeden Fall mit. Und jetzt schläft er nachts in Ruhe. Wobei, dass der reinste Albtraum heute Nacht war, ja. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die mal bei Schwiegermutter oder Oma und Opa sind, ne? Dann drehen die ja völlig am Rad durch, dann werden die so schmattig. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf Deutsch heißt, so. Dann toben sie halt, so drehen sie halt am Rad ab, ja. Hamza schläft normalerweise um 8, allerspätestens um 8.30 Uhr. Ich habe ihn das so angewöhnt, dass er jeden Tag immer zur selben Zeit ins Bett geht, egal wo wir sind. Immer 8.30 Uhr, allerspätestens im Bett. So, und ich stelle mich ja dann auch mal darauf ein, dass ich dann ab 8.30 Uhr ein bisschen runterfahren kann, dann ein bisschen Zeit für mich habe. Beziehungsweise, oder auch nicht. Und gestern war das gerade so, ich war so todmüde, Leute. Ich konnte einfach nicht mehr, ja. Und wisst ihr, wann er gestern schlafen gegangen ist? Und das mit Ach und Krach um 12 Uhr nachts. Horror-Albtraum. Ich konnte nicht mehr. Ach ja, und dann kommt ja noch das, der ist dann durchgedreht. Und wisst ihr, was er dann wollte? Ich bin selber schockiert gewesen zu dem Augenblick. Er hat ja auch geheult und so weiter. Er wollte die Brust. Er hat meine Brust genuckelt. Beziehungsweise ich habe ihn gestillt. Und ich habe ihn ja schon jetzt lange abgestillt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt her ist. 2 Monate? Oder 2,5 Monate? Das kam mir so komisch vor. Kommt da jetzt überhaupt noch Milch raus? Weiß ich jetzt gar nicht. Eigentlich müsste ja, weil ich jetzt schwanger bin. Da wollte er meine Brust und ich war so, Das war dann wieder total so komisch, so, ja, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall ist er dann nachher eingeschlafen, aber bis um 11:30, ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass der in die Brust will, wisst ihr? Ich dachte, hat er Hunger oder warum ist er so nörgelig und hat mich auch die ganze Zeit gebissen? Ich so, warum beißt er mich jetzt? Und er beißt auch nur mich. Ich weiß auch nicht, wie ich das unterbinden soll. Ich sag dann immer, bitte nicht, das tut weh, aber der versteht das ja gar nicht. Naja, so. Wir sind jetzt zu Hause und werden den Abend ausklingen lassen. Mal gucken, wie es dann morgen weitergeht. So, wir sind wieder zu Hause. Gucken wir, wie das hier aussieht. Pferdestall. Saustall. Ich freue mich auf jeden Fall, dass mein Mann wieder zu Hause ist. Und ja, er kümmert sich jetzt so ein bisschen, beziehungsweise legt jetzt Hamza ins Bett. Ich bin nämlich auch gerade am Videoschneiden. Ich mache Hamza abends nämlich immer einen Grießbrei. Ja, und den hat er gerade gegessen. Leute, ist es jetzt 8:15 Uhr. Und er hat 3 Tage hintereinander um 12 Uhr nachts jetzt eingeschlafen. So, und mal gucken, ob er jetzt gleich schläft oder nicht. Na, kannst du dich noch bewegen, Hamza? Ah, er ist so süß, ey. Und wie? Küçük süpa. Evet. Son videolar bu tarafta izleyebilirsiniz. Yes. Gerçi ben yokum yani izlemeseniz de olur. Ha ha ha. Cheers.